Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück bei Xion. Wir haben unseren ersten Baum gefällt und das auf unserem hauseigenen Grundstück. Ich war total überrascht, dass das so funktioniert. So, wir sammeln mal noch ein paar Zweige jetzt, denn wir haben ja schon ein paar auf dem Rücken. Ich möchte mir da so ein richtiges Lager anschaffen, so ein Ressourcenlager. Erstmal ein paar Sachen sammeln. Einmal können wir noch aufladen, dann laden wir die ab, dann sammeln wir mal Äste, laden die ab und wir sammeln erstmal alles ein bisschen zusammen, damit ich gucken kann, was kann man denn überhaupt anstellen. Alles. So. Okay, haben wir jetzt. Ihr Zweiger, ich muss immer zu aufstoßen. Tut mir leid, falls ihr das so mitkriegt. Auch die klatscht jetzt erstmal hin, was kann ich denn. Mit Rechtsklick kann ich da nichts machen. So. Haben wir die jetzt einfach mal hierher geklatscht. Und jetzt gehen wir nochmal hier an den Baum, der mal einer war, der keiner mehr ist. Und jetzt können wir hier ein paar Äste sammeln. Sammeln wir mal Äste jetzt. Ja, früher waren wir Jäger und Sammler, heute leider nur noch Assis und Gammler. What the? Alter. Ja, aber daraus können wir uns wahrscheinlich Dächer und sowas machen, wenn wir uns ein Häuschen bauen. Wenn. Ich bin gespannt. Oder vielleicht auch einmal bloß für den Anfang ein kleines Zelt oder so. Aber da müssen wir erst mal gucken, wie das funktioniert. Den Hunger lassen wir noch ein bisschen abnehmen. Wir haben ja noch ein paar Fische einstecken. Das sollte reichen bis Montag. Oder zumindest für die Aufnahme. So, einmal Äste nehmen wir uns auch mit. Oh Gott, ich finde es so toll. Ich habe noch gar nichts weiter gemacht, aber ich finde es total geil. Es ist besser als alles andere, was ich bisher gefunden habe. Man kann auch Terraforming machen. Heißt, man kann hier buddeln und Zeug auffüllen und, ach weiß der Geier, das ist einfach nur total fett. So, haben wir das Zeug jetzt auch hierher geklatscht. Dann holen wir jetzt noch ein paar Nadeln. Ja, Needles. Und ja, ich weiß immer noch nicht, was ich mit einer alles machen kann. Und wir holen uns mehr Nadeln. Stats, Skills, Inventory, Packs, Actions. Ich denke mit Actions. Ah ja, hier oben haben wir das Zeug, was ich dann machen kann. Genau. Und deshalb, wo ich sammle, können wir mal gucken. Fishing. Achso, nee, lassen wir mal hier drinnen. You cast your line into water. Ja, ja, das ist mir schon klar. Wir sammeln noch einmal Nadeln. Wieso wird mir das nicht angezeigt? Ach, die sammeln sich einfach so einen Rucksack rein, wie es aussieht. Sehe ich das richtig? Halt, hier ist der Rucksack. Ach genau, die sammle ich einfach so in den Rucksack rein. Wenn ich jetzt, die kann ich also... Behalten wir. Alles klar, jetzt habe ich hier... Ah, Ressourcen. Jetzt kann ich das noch. Aber hören wir erstmal auf mit dem ganzen... Mit der ganzen Sammelei. Und schauen wir doch erstmal, ob wir hier irgendwas anstellen können. Logging ist klar. Scavenging. Alter, was macht die jetzt? You can't find anything useful here. Ach so! Das heißt ja bloß suchen. Mach das nochmal. Ach so, ich habe hier schon gesucht. Ich weiß ja nicht, wie groß die Fläche dafür angezeigt wird. Also ich weiß nicht, da muss ich wahrscheinlich für den nächsten Versuch muss ich dann wahrscheinlich doch ein bisschen weiter weg. Probieren wir es hier nochmal. Ah, hier geht das nochmal. You can't find anything useful here. Also gut, damit kann man einfach so auf gut Glück oder so ein bisschen suchen. Und dann hat sich der Lack halt... Ach nee, das ist ja gar nicht unser Holz. Unser Holz liegt ja irgendwo dahinter dem gefällten Baum. Ja. So, okay, was können wir denn hier noch machen? Terraforming! Dazu gehe ich auch mal ein bisschen hierher. Das mache ich mal ein bisschen am Rand. Terraforming. Alles klar. Mhm. Clear Terrain. You can't clear this surface. Okay. Build road. You must equip a shovel. Mhm. Level Terrain. Ich hätte dafür brauchen wir allgemeine Shovel. Animal Teaming, Cooking, Basketry. Das sind die Sachen, die man aus Gras machen kann. Und Zeug halt. Allerdings habe ich hier überhaupt noch gar nichts. Tools. Dogma Moccasins. Ah, davon kann ich mir Schuhe machen. Name, Type.
Ja, ich denke, ein Seil ist das. Da brauche ich eine Schere. Was kann ich denn aus normalem Gras machen? Kann ich denn irgendwas aus normalem Gras? Halt, da stoppt, da war doch was. Ah, ich habe gerade kein Gras dabei. Ah, da kann ich mir dann hier Zeug draus machen. Muss ich mir das Gras da jetzt extra wieder nehmen, damit ich da irgendwas machen kann? Probieren wir das mal. Pick up. So, und jetzt habe ich aber immer noch null, null Gras. Muss ich da jetzt das Gras da drauf ziehen? Ah! Und dann Craft. Cool, dann habe ich jetzt einmal so einen komischen Grasfaden. Oder Baskenfaden oder wie auch immer. Was haben wir denn noch alles Schönes? Da kann ich mir irgendwelche Wolle draus machen. Da kann ich mir ein dickes Seil draus machen. Eine Grasmatte. Okay. Haben wir das mit dem Gras? Was heißt unlearn? Do you want to unlearn this shame? No. Schließ das mal. Okay, das war das mit dem Basketry. Bonecraft? Ne, Knochen haben wir noch keine. Firebuilding. Basic Campfire. Brauche ich Rock dafür. Müssten wir also erstmal Stein suchen. Und dann können wir uns mal. Jetzt laden wir erstmal das Gras wieder ab. Ach, das legt automatisch mit neben ein anderes Gras hin. Ah, das ist schon mal gar nicht so dumm. Okay, gut. Wir brauchen Stein. Davon haben wir Stein. Dann werden wir uns nochmal Stein holen. Da können wir auch ein bisschen schneller hinrennen. Es ist nicht. Oh, jetzt ist die Frage, kann ich da was abbauen? Weil hier sind schon Mauern. Hier hat schon irgendjemand fett geterraformt. Ja, ich habe jetzt zwar Stein. Your Jump Skill has increased. Aber irgendwie kann ich keinen Stein abbauen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Oder kann ich das hier mit dem machen? Mit dem Scavenging? Scavenging? Nee, geht nicht. Hier kann ich auch keinen Stein. Da brauche ich wahrscheinlich einen Stein an den Untergrund oder so. Ich muss mir merken, wo ich zu Hause bin. Da hinten. Da hinten bin ich zu Hause. Hier haben wir doch einen Stein im Untergrund, aber hier kann ich keine Ressourcen abbauen. Oh! Jetzt hat mich ja jemand in eine Falle gelockt. Da waren bloß wieder Äste und Zweige. Da vorne gibt es dann wieder bloß Sand. Hier könnte ich noch jede Menge Bäume fällen. I need stone. I need stone. Ich brauche ein bisschen Stein. Ich brauche ein bisschen Stein. Brauche ein bisschen Stein. Machen wir das erstmal wieder zu, denn ich möchte gerne mal meine Karte sehen. King Beach Danger Level Low. Also das ist ja noch offen, hier wohnt keiner. Aber ich kann mir hier keinen Stein holen. Dann gucken wir mal hier vor, dass da vorne, das sieht doch eventuell gut aus. Ich brauche ein bisschen Stein, ich brauche ein bisschen Stein. Oh nee. Viecher. Viecher ist nicht gut. Viecher nicht gut. Denn hier wirst du echt von sämtlichen Viehzeug angegriffen, das hier kreucht und fleucht. Und wenn es bloß irgendwelche Streifenhörnchen und so sind. Oder Hasen. Ich weiß nicht, ob ich von Hasen angegriffen werden kann. Aber ich denke, das werde ich merken, wenn ich da nah genug dran bin. Ah ne, die rennen weg. Kann ich mir dann vielleicht auch irgendwann den Pfeil im Bogen machen oder so und dann den Hasen erlegen? Wir werden sehen. Also entweder sind die Wege hier schon gewesen oder hier hat jemand kräftig Wege gebaut. Oh, und da unten sind lauter Ratten. Da hat sich jemand einen Weg über den Fluss gebaut. Oh, ich möchte jetzt wissen, ob ich die Ratten, die mich. Oh, sind die ganzen Karnickel wieder? Ja, jetzt fängt es aber an. Zu viele Viecher, zu viele Viecher. Das verträgt mein Rechner irgendwie nicht. Ganz toll. Set Fire. Nee, wollen wir nicht. Das ist doof, Alter. Warum geht denn das? Your running skill has increased. Greifen mich die Rattenviecher an? Ich möchte jetzt gerne erstmal das ganze bewegte Viehzeug hinter mir lassen. Da mir das echt jetzt zu laggy wird hier. Das ist ja zum Kotzen. Muss ich das alles echt noch ein bisschen weiter runterstellen?
Oh Mann, das tut mir so ziemlich leid. Oder was geschieht da jetzt im Hintergrund gerade auf meinem Rechner? Ich weiß es nicht. Wenn das jetzt sich nicht bald wieder normalisiert, werde ich wohl oder übel die Aufnahme jetzt mal unterbrechen müssen. Ah nein, jetzt normalisiert sich's wieder. Ich weiß jetzt nicht, was da los war. Ah, ich möchte jetzt langsam gern mal ein bisschen... Alter, was ist denn da los? Das ging doch bis eben, ging das doch alles hervorragend. Ein bisschen Stein und so wäre man nicht schlecht. Ich meine, der Weg, der führt hier hin. Vielleicht kann ich hier Stein abbauen. Das wäre ja mal nicht schlecht. Hallo, kannst du jetzt mal aufhören, hier so absolut abzukacken? Guck mal, wieder Äste und zwei... Halt! Hier haben wir doch was. Granit. You can't do that here. Ja toll, warum kann ich das hier nicht machen? Tribe called quest. Kann ich das jetzt hier machen? Jetzt. So, jetzt habe ich ein bisschen Granit. Sammeln wir noch ein bisschen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viel ich für das Feuer brauche. Aber wir sammeln einfach mal ein bisschen ein. Alles, was wir so ein bisschen haben, nehmen wir halt einfach mit. Was bedeutet eigentlich das bloß? Ach, das sind meine Skills. Alles klar. Okay. Machen das bloß wieder weg. Wir sammeln noch ein bisschen Granit. Ich denke, dass es eventuell für das Feuerchen ist. Muss ich gucken, dass ich wieder... Bin ich jetzt zu voll geladen oder was ist los? Warum rennen die jetzt nicht mehr? Die rennt nicht mehr, die alte Tola. Irgendwo da hinten ist ja dann, mein Dingens wieder. Mein Tribe, meine Area, mein Zuhause, mein Block. Sollte ich daran erkennen, wo die großen Bäume gefällt sind. Irgendwo da hinten war das. Your running skill is increased. Increased. Mensch. Und mein Englisch ist zum Kotzen. Die alte ist ganz schön ausgepowert oder so. Kann das sein? Jetzt muss ich mich dann mal wieder irgendwo schlafen legen. Das mache ich dann am besten, wenn ich zu Hause bin. Wo auch immer das war. Warte mal, da hinten sind die Zäune und so. Da war die komische Wand. Ja, ich denke, es war irgendwo da hinten. Jetzt kommt mein toller Orientierungssinn wieder zum Tragen. Ich werde mich mal eine Runde hinsetzen. Oder legen wir uns eine Runde hin. Hinlegen. So. Da können wir die Energie ein bisschen auffüllen. Ich hoffe, dass mir in der Zeit nicht so wirklich viel passiert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist alles so aufregend, obwohl es eigentlich gerade irgendwie ruhig ist und so. Und ich habe Hunger. Die alte Trolle hat Hunger, deswegen steh mal auf. Wir werden mal gucken, ob wir dir jetzt was zu essen hinzufügen können. Eat. Ah, jetzt isst es aber mal. Kann ich jetzt vielleicht mal ein bisschen sprinten? Nee, geht immer noch nicht. So, jetzt haben wir hier 5x Granit. Inventory Skills, Actions, Building, Basic Fire. Ei, Fucki. Also, ich habe immer noch keinen Rock. Ich habe ja Marmor und keinen Rock. Och, Menno. Jetzt wollte ich mir mal ein Feuerchen machen. Jetzt muss ich trotzdem erstmal noch mein Heim finden. Your running skill had increased. Ja, schön. Irgendwo da vorne muss das doch gewesen sein. Zwischen den ganzen Bäumen war doch bestimmt mein Zuhause. Ist doch blöd, dass ich das nicht wiederfinde. Mensch. Cooking, Leder, Tailoring. Was ist denn Tailoring? Clothes Crafts. Da kann ich aus Stoff, kann ich dann irgendwelchen Mist machen. Toolcraft. Forage Arbel. Was ist das? Gott. Ja, irgendwelche Utensilien kann ich auf jeden Fall machen. Und das ist, müsste mein Zuhause sein, genau. Das ist mein
gefällter Baum und so. Jetzt müsste gleich die Meldung kommen, dass ich hier wieder zu Hause bin. Oh, jetzt ist sie fertig. Dann setz dich doch mal kurz hin. Hola. Total ausgepowert, die gute Frau. Okay, das ist immer schlecht, da kann man ja gar nichts machen. Oh, 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 oh. Wie sieht es überhaupt aus? Habe ich irgendwo so eine Gewichtsanzeige oder sowas? Nee. Nicht wirklich. Keine Gewichtsanzeige. Alles klar, dann spazieren wir halt mal gemütlich. Nein, wir rennen. Ich möchte gerne in meine sichere Zone kommen, wo auch immer die anfängt. Da vorne steht mein Tribe. Und meine Zone fängt irgendwo. Jetzt. Ist aber gar nicht mal so groß, Mensch. Muss ja aufpassen, wo ich mein Zeug hinlege. So, jetzt lassen wir die Alte mal kurz hinlegen. Ich unterbreche die Aufnahme und wir sehen uns dann im nächsten Part. Einen Teil mache ich jetzt noch. Und dann sehen wir mal, wie es ankommt, ne? Also Leute, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.